Und der Fahrdienst Ludwigsfelde hier. Hier der 50735 nach Sedin. So, ich stehe jetzt am Signal 25 Paula 4. Gut, dann legen wir mal los. Ja. Befehl Triebfahrzeugführer, Zug 50735. Forderung 1 von 1. Hab ich. Du sagtest, du stehst am Signal 25 Paula 4 im Gleis 4 in Ludwigsfelde. Ja. Dann machst du mal bitte Befehl 2 gültig. Sie dürfen vorbeifahren am Außensignal Paula 4 des Bahnhofs Ludwigsfelde. Hab ich. Übermittlungscode ist BGSB-3016. Alles klar, hab ich. Mein Name ist Klos und du bist? Ich bin der Hans-Jürgen Schäfer. So, Ludwigsfelde am 4.9.2016 und die Übermittlung erfolgte mit Zugfunk. Dann wiederhol mal bitte. Ich wiederhole, Befehl für Triebfahrzeugführer Zug 50735, Standortsignal 25 Paula 4 im Ludwigsfelde. Befehl 2, Sie dürfen vorbeifahren am Signal ASIG P4 Ludwigsfelde. Übermittlungscode ist BGSB-316. Das ist richtig. Wir haben es 22.53 Uhr. Du musst aber noch einen Moment warten, denn du hast noch Überholungen. Danach kannst du dann los. Habe verstanden. Ich danke dir. Ruhige Schicht noch. Tschüss. Danke dir. Gute Fahrt noch. Ciao. Ja, und somit willkommen zurück. Wir haben momentan noch HP0 mit unserer wunderschönen Baureihe 145 mit dem Fahrsystem Repaint Pack Reloaded. Und ja, Kurzfassung, nachdem der ICE durch ist. Den haben wir ja gerade gesehen. Auch sehr schön mit Bahnhofsansagen, die man sehr schön hört. Zwar nicht laut, aber es ist normal, weil wir weiter weg vom Bahnhof stehen. Und ja. Zusammenfassung. ICE. Sehr schön. Oh, Doppeltraktion. Gefällt mir. Kurzfassung. Ja, Teil 3 kam etwas später aufgrund einer technischen Störung. Jetzt ist alles behoben, mein PC ist repariert. Es kann wieder losgelegt werden. Zwar noch nicht ganz, aber das erzähle ich im anderen Mal oder am Ende. Und zwar sind wir der Hans-Jürgen Schäfer. Wir wollten eigentlich mit meiner Ehefrau lecker Abend essen gehen im Restaurant. Aber ich bekam die Nachricht, beziehungsweise Hans-Jürgen Schäfer bekam die Nachricht, dass ein Kollege erkrankt ist. Und somit fehlt halt einer, der den Güterzug 50735, so heißt das, von Leipzig, Mokau nach Sedin Güterbahnhof bringt. Also haben sie den Hans-Jürgen Schäfer gefragt. Er hat gesagt, klar, kann ich machen. Weil der Hans-Jürgen Schäfer liebt Denn Hans-Jürgen Schäfer liebt seinen Beruf als Triebfahrzeugführer. Und er macht das sehr, sehr gerne. Ne? Hatten wir ja auch schon mal gehabt, da sind wir ja mit der 155 gefahren, haben den Hans-Jürgen Schäfer begleitet von, ich glaube, Luckenwalde. So genau kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, diesen Startpunkt. Auf jeden Fall nach Leipzig-Mackau, ne? Und ja, das hat er auch mit Bravour bestanden. So, es hört sich nach 901 an. Da kommt mal was. Intercity. Sehr schön.
mit der 101. Ha, ich liebe die Dinger. Besser als die 146 als Intercity 2. Blah. Ja, da stehen wir noch hier, ne? Was man für diese Aufgabe alles benötigt an Rollmaterialien, Strecken, das sage ich am Ende des Videos. Wir haben jetzt erstmal KS1 60. Stellen wir gleich die AFB ein. AFB. Und düsen mal los. Grafikeinstellungen müssten eigentlich so passen. Die hatte ich nämlich vorher schon genommen, bevor mein PC gecrashed ist und Crash hatte. Von daher hatte ich das Ganze noch gut in Erinnerung. Ich habe sogar die Grafik ein bisschen höher gestellt. Die Anti-Aliasing habe ich höher gestellt. Ne? Und ja. Fahren wir mal los. Auf uns wartet noch 26 Kilometer. Die Sieve ist natürlich auch wieder mit dabei. Herzlich willkommen. Und ja. Eigentlich sollte Teil 3 anders ablaufen. Ne? Sollte ja eigentlich Montag um 7:30 schon kommen. Jetzt kommt es halt an einem Freitag um 7:30. Also verspätet. Das liegt aber nicht an den Hans-Jürgen Schäfer, nicht an der Deutschen Bahn. Es liegt einfach an der Technik, an meinem PC. Es war halt dringend notwendig. Eigentlich habe ich so gedacht, gut, die Folge kommt so am Mittwoch raus, Mittwoch-Donnerstag. Leider musste mein PC eine weitere Nacht dort beim Computerfritzen überleben. Aber ich muss sagen, seitdem läuft mein PC besser als vorher. Also, da sind Dinge dabei, die hatte ich vorher nicht gehabt. Grafikmäßig, scheint. Ich weiß nicht, die Grafik ist irgendwie besser geworden als vorher. Ich kann mich auch irren, aber ich denke mal schon. Ja. PC fährt schneller hoch. Natürlich habe ich meinen PC nochmal, bevor ich das Video, bevor ich ihn angeschlossen hatte, gereinigt. Ne? Ich habe habe die ganze Buchse aufgemacht und habe ein bisschen Lüfter sauber gemacht. Hat sich zwar überhaupt nicht gelohnt, aber sicher ist sicher. Bei der Lüftung läuft einmal frei und Staub war fast gar keins vorhanden. Und ja. So, jetzt haben wir hier eine Ankündigung auf 80. So, wir dürfen nicht schneller als 65 km/h fahren. Bei sowas. Das weiß ich. Aber ich bleib bei 60. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt in der obersten Zugart, bekommt eine Ankündigung auf 90. Und könnt natürlich nicht, ihr könnt nicht auf 90 hoch, weil ihr müsst unter 85 bleiben. Das ist hier genauso. Bloß, dass es bei der mittleren Zugart schon 65 ist. Dürfte uns eigentlich keine Zwange sein, kassieren. So, jetzt können wir dementsprechend auch hochdrehen auf die 80. Dürfte eigentlich nichts passieren. Ja, 100 ist noch Streckengeschwindigkeit. Ah, sowas. Güterzug. Wow. Mit 151er. In grün und 143er. Ja, sehr schön. So, ich hoffe, dass mit dem Ton klappt alles. Ich habe die Toneinstellung genauso übernommen wie den ersten zwei Teilen.
dürfte eigentlich kein Problem sein. Wenn doch, möge man mich bestrafen. Safe Dump ist natürlich jetzt auch noch möglich. Das muss ich offen zugeben, weil Train Simulator ist eine 32-Bit-Anwendung und keine 64-Bit-Version. Und da fühlt sich der Train Simulator manchmal attackiert, weil er halt eine lahme Krücke ist. Was leider bisher noch nicht geändert worden ist. Ich hoffe, dass TS 2018 mal wenigstens besser wird. Ne? Ja, VR1, 100 Ankündigungen brauchen wir nicht bestätigen. Wir dürfen, beziehungsweise wir müssen, bis 90 quittieren. Ab 100 ist dann Ritze. Wir werden jetzt aber kein 100 fahren. Weil 100 ist jetzt gleich durch. Der letzte Wagen, das Signal überquert hat. Weil die Strecke ist nur nach 80 km/h ausgelegt worden. Das ist einen. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein Fehler der Strecke. Ich habe auch die aktuellste Version, Bahnknoten Sedin. Das ist einfach ein Fehler. Man hat hier einfach ein Signal gesetzt. Ja, man hat einfach auf der Strecke man hat hier auf der Strecke einfach angegeben, dass die Streckengeschwindigkeit nach den Gleisen 80 km/h ist. Und nach dem Signal hat man angegeben, dass 100 sind. Und naja, das ist halt doof gelaufen, ne? Weil wenn Signal ankündigt 100 km/h und die Streckengeschwindigkeit ist 80 km/h, dann kannst du nicht 100 fahren. Weil dann macht dir der TS einen Strich vor der Rechnung und dann hast du verkackt ohne Ende. Das will man nicht. Also deswegen bleiben wir auch bei den 80 km/h. Ist ja nicht so schlimm. Aber wir dürfen jetzt gleich wieder 80 fahren. Nachdem soll jetzt vorbei. Nee, doch nur nicht, weil wir noch Ankündigungen haben auf 60. Es liegt zwar kein Magnet, aber wir müssen quittieren. Egal, ob da ein Magnet liegt. Wir müssen quittieren. Wir dürfen uns befreien, ja, das dürfen wir, weil Strecke ist frei. Es gibt kein KS2, von daher läuft. Ja. Nächste Woche gibt es übrigens für die OMSI 2 Fans eine OMSI 2 Folge in Big Edition. Also eine richtige Big Folge. Könnt euch schon mal freuen. Train Simulator geht es dann ab Februar wieder richtig los, Samus. Da werden wir dann die ganzen Fahrzeitaufgaben hinter uns bringen. Das heißt mit dem Intercity, mit dem Güterzug und ja. Aber das Ganze dauert noch etwas länger, weil ich überlege, ob ich das aktuelle Fahrzeitvolumen 33 jetzt reinnehme. Das ist doch mal 80. Das spielt sich nämlich auf Köblitzer Bergland V3 Reloaded ab. Ich überlege, ob ich das ein bisschen mische. Mal gibt es ein Teil Fahrzeit, also mal gibt es ein Fahrzeit von IKB V3 Reloaded.
Mal gibt es eine Fahrzeit von Berlin-Leipzig, wo wir den Cityliner fahren. Und mal gibt es eine Fahrzeit, wo wir halt mit dem Güterzug fahren auf der Strecke Hamburg-Hannover. Damit das nicht so eintönig wird. Ne? Das überlege ich mir gerade noch. Aber ich denke mal, damit habt ihr kein Problem. Dann ist es nicht so, wie ich eben sagte, so eintönig. Und es kommt ein bisschen Abwechslung dazu. Müsste eigentlich passen. Ja. Abspeichern werde ich jetzt aber trotzdem mal, weil beim Train Simulator bist du dir da nie sicher. Da kannst du mit einem High-End-PC ankommen, mit einer Bomben-Grafikkarte. Der DS wird dir trotzdem abschmieren, weil der einfach nur 32-Bit schafft. Beziehungsweise 32-Bit unterstützt und keine 64-Bit. Was sehr ärgerlich ist, aber naja. Es ist halt wie OMSI 2, auf Deutsch gesagt. Bloß. Bei OMSI 2, das ist manchmal so eine Sache, da zickt er öfters rum als ein Train-Simulator. Ja. Feedback zu diesem Szenario-Paket von Fernsystem gebe ich auch noch am Ende. Also, ob ich es euch empfehlen kann oder nicht. Ne? Die Winterpause von meinem Kanal geht übrigens länger. Ja, also es war geplant, nachdem der Güterzug durch ist. Servus! Es war geplant, dass die Winterpause Mitte Januar aufhört, dass es dann normal weitergeht. Leider am Anfang Januar fing der ganze Stress an mit dem PC. Es gab einen Crash, Windows hat zurückgesetzt, alles prima, tipptopp. Aber da war irgendwie immer noch irgendwas nicht in Ordnung und ja, die Störung ging weiter. Ich konnte nicht aufnehmen. Ich habe teilweise versucht aufzunehmen. Hatte ständige Fehlversuche, da mein PC mich nicht leiden konnte und ja, deswegen kam dann die Reparatur. Das zögert sich immer weiter heraus und wir haben jetzt schon Ende Januar und ich habe immer noch kein Let's Play vorproduziert. Ich konnte nicht vorproduzieren und ja, wenn halt der PC rumspinnt, dann verzögert sich das Ganze halt auch. Deswegen geht es erst ab Februar weiter. OMSI 2 Tutorials, ja, ich sehe schon, viele interessieren sich auch auf OMSI 2 Tutorials, auch wenn sie es hier unter diesem Video mal wieder schreiben. Ja, so verrückt ist es wirklich so. Braucht nur die anderen zwei Teile sehen, dann seht ihr schon wieder OMSI Tutorials anfragen und so weiter. Was ja jetzt auch nicht so schlimm ist. Das wird sich auch noch ein bisschen herauszögern. Es gibt auch nochmal Train-Simulator-Tutorials. Ne, wie erstelle ich eine Aufgabe? Bloß richtig, weil das eine Tutorial war nicht so prickelnd gewesen. Und ja, das dazu noch am Rande. Und alle OMSI 2 Add-ons habe ich bis jetzt auch noch nicht installiert. Ich habe jetzt beim Train-Simulator nur das Nötigste installiert für die Aufgabe. Weil auf mich stehen noch Haufen Installationen vor. So was. Und zwar muss ich noch alle Virtual Railroads Aufgaben installieren. 3D-Zugaufgaben muss ich installieren. Es ist eine rammelvolle Liste. Es ist Wahnsinn. Also, wow. Da hast du ziemlich Bock drauf. Dann kommen noch Fahrzeuge von News Trains, von RSSLO, die müssen alle extra installiert werden. Dann meine moderne updated Version der Train Simulator Strecke, die leider niemals veröffentlicht werden kann aufgrund einem Otto. Die Strecke habe ich ein bisschen auf den jetzigen Stand gebracht. Ja, also meine Heimat ist.
Da bin ich froh, dass ich ein Backup gemacht habe. Sonst hätte ich mich Grund und Boden gehasst. Da muss ich doch die Haufen Freeware-Strecken installieren von Projekt Freiberg. Die habe ich ja. Ich habe ja das Glück, ich habe alle Strecken auf meiner externen Festplatte gespeichert. Aber ich habe die verwendeten, benötigten Materialien nicht gespeichert. Ja. Warum habe ich das nicht gemacht? Aus einem Grund, weil es mir irgendwann zu viel wurde und irgendwann kriegst du da eine Macke. Ja. Man weiß nicht, was welches ist, weil manche haben solche bekloppten Namen. Und erstmal denkst, gehört das jetzt da wirklich dazu oder ist das sowas anderes? Also, das ist furchtbar. Von daher dauert das halt. Genau wie Baumsi 2. Baumsi 2 habe ich kein Backup. Nur ein Backup nach dem Crash, wo ich schon das fast meistens saniert hatte. Der Rest steht mir noch bevor. Halleluja. Saus. Ich glaube gar nicht, mit welcher Lust ich das da antrete. Wobei mir der Computer Fritz schon Menge Arbeit gespart hat, ne? Er hat mir Mozilla Firefox installiert, Mozilla Thunderbird. Hat er mich gefragt, auf welches Antivirus-Programm ich drauf hatte. Ich sagte, EZ Security Dings. Smart Security hatte ich drauf. Hat er gesagt, okay, installieren wir schon mal für dich. Hat er auch getan. Ich brauchte nicht extra die ganze Software neu herunterladen. Ich brauchte einfach nur Computer machen, Lizenzschlüsse von den Antivirus-Programm eingeben und zack, war das Antivirus-Programm da. Funktionierte reibungslos. Das war für mich praktisch. Ja. Ich habe mir wenigstens ein bisschen Arbeit erspart. Ja. Bevor mein PC zur Reparatur ging, hatte mich gefragt, ob er die Festplatte teilen soll. Ne? Statt den Haufen Gigabytes aus einer Festplatte zwei Festplatten zu machen, habe ich gesagt, nö. Aus einem Grund, weil im Prinzip hast du auch nicht mehr Speicher. Ne? Und wenn mal die eine Festplatte voll ist, dann hast du die A-Karte gezogen, ganz ehrlich. Das wollte ich auch nicht, also bleibt das so. Und ich habe mehr Ordnung am PC als vorher, aber das kann sich noch ändern. Naja, sobald ich alles installiert habe, werde ich erstmal ein Backup erstellen. Falls irgendwas sein sollte und ich meinen PC zurücksetzen sollte, was hoffentlich niemals passiert, würde ich erstmal ein Backup machen, dann müsste eigentlich alles funktionieren. So, ich will jetzt auch nicht viel labern, weil Star Wars sogar mit Makro, sehr schön. Ich will jetzt auch nicht viel labern, ich möchte halt euch aktuellen Stand erzählen und ja. Einige wissen wahrscheinlich immer noch nicht, warum kaum ein Video kam. Ja. Und geht aber jetzt im Prinzip geht es jetzt nur um diese wunderschöne Aufgabe. Und ich werde jetzt mal das Mikro ausmachen und ihr werdet gleich was hören. Und zwar hört man was im Hintergrund. Und das hört ihr euch bitte genau an. Okay? Hört es euch an. Ihr werdet es gleich hören. Na, habt ihr das gehört? Das hört sich geil an, ne? Das habe ich schon im ersten, zweiten Teil euch
schon mal hören lassen, aber für diejenigen, die es schon mal vergessen haben wieder, das ist der Flexi-Kohl, das ist die Flexi-Kohl-Federung oder Coil-Federung. Das hat Versystem mit eingebaut und das finde ich super geil. Und das hört sich richtig geil an. Und sowas hört man wirklich in Real Life. Ne? Wer es mir nicht glauben will, der geht auf André Kluges YouTube-Kanal. Link ist in der Beschreibung. Da steht André Kluge, auch ein Klammer-Nock-Führer. Für diejenigen, die es nicht wissen. Schaut euch ein Video an. Ja. Hört dann bitte genau hin. Und ihr werdet feststellen, dass genau dieser Sound, den ihr in diesem Video hört, auch dort vorhanden ist. Ne? Müsst ihr mal machen. Das hört sich mega geil an. Geile Arbeit. Echt Respekt. Servus. Also, Respekt, Fernsystem. Respekt. Sei ich ganz ehrlich. So. Ich möchte noch einmal speichern. Und ich sehe. Was sehe ich denn da? Eigentlich sehe ich noch KS1. Gut. So, hier steht eine Regionalbahn. Aha. Regionalbahn. Doppelstock. Muss gucken. Sehr schön. Mit einer 143. Oh. Ist ja richtig viel Verkehr auf der Strecke. Ja, jetzt hab ich mich sogar erschrocken, wo Hans-Jürgen Peter geredet hat. Ha, Hans-Jürgen Peter, nicht schon, oder? Hans-Jürgen Schäfer. Ich komme immer auf Peter. Es ist grauenvoll. So, KS2. Ankündigung Langsamfahrt mit 40. Servus! So, hier ist Ankündigung 60. Bestätigen wir auch. Lass mal einfach rollen. Wir lassen ihn rollen. Nicht so weit. So, auf die 40 ist kommen. Tempo geben ein bisschen, ne? Wollen ja nicht liegen bleiben und zurückrollen. Was kommt denn da? Ah, die Regionalbahn. Die überholt uns. Finde ich geil. Oh, jetzt hat er mal zu kämpfen hier. So. Also hier will ich keine Ziffer-Zwangse kriegen. Das wäre erstens peinlich und zweitens übelst schwer wieder hochzukommen. So was. Oh, Makro auf. Mensch. Hatte ich bei meiner ersten Aufnahme nicht gehabt. Also die Folge, die leider nicht veröffentlicht worden konnte, auf einen Fehler. Aufgrund eines Fehlers. Ja, was ich eben sagen wollte, wir sind natürlich Hans-Jürgen Schäfer, nicht Hans-Jürgen Peter. Ich komme immer auf Peter, ich weiß nicht warum. Es ist furchtbar. Aber es ist Hans-Jürgen Schäfer. Der Lokführer. Der Triebfahrzeugführer. Der seinen Job, seinen Beruf liebt. So, 40, halt erwarten. HP2 ist das. Ist ein HP-Signal, kein KS-Signal. Quittieren. Und ja, Regler brauchen wir nicht mehr hochregeln. Da wir uns jetzt langsam der Dings nähern. Oh, 143.
Rheinbahn und eine MEG. Ja. Sehr schön. So, jetzt kommt der Punkt, ne, wo wir nur 25 fahren dürfen. Da gehe ich jetzt auch gleich runter. So langsam, schrittweise. Ja. Nochmal speichern. Ich weiß nicht. So, dann wollen wir mal aussteigen und ja, so, unsere Waggons abkuppeln. So, normalerweise klettert man ja irgendwie so drunter, ne? So, und klettert wieder drunter und dann nach oben. Steigt mal den Lok ein. So, und da sind wir auch wieder. So. Hier FDL Sedin GBF, guten Abend. Abend, hier die Lok vom 50735. Ich stehe in Sedin Süd 527. Hab abgekuppelt und die Lok etwas vorgezogen. Wie geht es jetzt weiter? Ja, pass auf, die Lok muss in die Werkstatt wegen Revision. Ich gebe dir SH1 für eine Rangierfahrt zur Abstellung in Sedin Bahnbetriebswerk Abstellgleis Gleis 21. Jo, machen wir so. Rangierfahrt in das BW Abstellgleis 21. Bis später. Bis später. Super. Ja, da stehen wir, ne? Haben es geschafft. Steht der Regionalexpress. Stand vorhin nicht dran. Irgendwas muss ich doch gedrückt haben, ich Idiot. Egal. Auf jeden Fall steht da immer Leerfahrt, also nix. Ja, also nicht wundern. Ja. Da stehen wir. Und wir warten jetzt auf Rangierfahrt. Höchstgeschwindigkeit bis zum Betriebswerk 25 km/h. Das ist ganz wichtig. Auch wenn ihr fahrt, immer schön 25 km/h fahren, wenn das euer Fahrdienstleiter sagt. Die Strecke sagt euch zwar mit 40 km/h laut Streckengeschwindigkeit, aber die Streckengeschwindigkeit hat euch in diesem Fall nichts zu sagen. Ne? Wie am Anfang, wenn es heißt Rangierfahrt, immer 25 km/h, und das solltet ihr euch merken. So, jetzt mit Befehl 40 drüber. Immer ganz wichtig. Gut. Magnet lag nicht da, aber wir haben 1000 Hertz bekommen. Magnet lag da, sonst wollen wir keinen 1000 Hertz kriegen. Aber wie gesagt, auch am Anfang immer schön mit 25 km/h fahren. Ne? Und wer das macht, der wird ein geiles KI-Verkehr-Erlebnis erleben.
bekommen. Er wird seinen Augen stauben. So, vor uns ist ein HP0. Bremsen wir gleich ab. Da wollen wir der Kollege noch nicht schnell genug. Doch, jetzt haben wir es. Ebenfalls mit Befehl 40 drüber. So. Das ist ganz wichtig. Dürft ihr nie vergessen. Auch am Ende, wenn ihr einen Güterzug fahrt und ihr nähert euch euren Endpunkt, ja, zum Beispiel zum Beispiel Leipzig-Mokau Gleis 1, ihr nähert euch oder irgendwo anders, dort sollt ihr eure Waggons abstellen. Immer schön mit Rangierfahrt reinfahren, also mit 25 km/h. So wie ich das gelernt habe, muss es eigentlich so sein. Ja. Ne? Unser schöner Betriebswerk. Oh, knuffig. Oh, putzig, so eine kleine Bahnübergänge. Vor allem dieser Bahnübergang gefällt mir. Erinnert mich an früher. Herrlich, 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 herrlich. Tja. Kleiner Tipp für euch, für die Zeit, wo jetzt kein Train-Simulator kommt. Geht mal auf den Kanal von André Kluge. Denn der macht super geile Führerstandsmitfahrten. Echt unterhaltsam und der redet sogar. Ja. Wunderschön. Ne? Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe bisher auch schon seine Videos angeschaut und ich finde die einfach herrlich und finde es cool, dass André Kluge sowas macht. Also Respekt. Der ist ja, glaube ich, bei der HSL. Privatbahn. Ja. Deren Fahrzeuge sehen schon Hammer aus von den Paints. Also von den Lackierungen her. Ne? Er fährt, glaube ich, die Baureihe 185. Die gibt es, glaube ich, noch nicht im Train-Simulator. Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall fährt er immer die 185 mit einem geilen LCD. Display, LCD, mit einem geilen richtigen Display hier, nicht so wie hier, also typisch 185 halt. Und ja, er macht geile Videos auf jeden Fall. Ah, da hinten haben wir eine 218. Ja, Holler der Waldfee. Auch wieder hier so putziger Bahnübergang. Ach, niedlich. Ich finde diese Dinger herrlich. Hier haben wir so eine Art Kreuzung. Ja. So, wir nähern uns am Endpunkt. Am Endpunkt ist das, was wir uns nähern. Oh, 218. Was haben wir da? 185 und eine 145. So, ich habe aufgepasst, keine Sorge. So, dann wollen wir mal Licht ausmachen, Dings runter, Instrumentbeleuchtung aus, Führerstand, Dings muss noch da. Bremsen ziehen wir an, das ziehen wir auch an. So. Dann die SIFA aus, PZB aus, das aus, ist mein Fahrzeug gesperrt, kannst mich mal am Arsch lecken. Dann machen wir Dings aus, Hauptschalter und natürlich den Panto. Dort noch ein bisschen. Hier FDL Sedin GBF, guten Abend.
Hier nochmal die Lok auf Abstellgleis 21. Die ist abgestellt und abgebügelt und jetzt wird Zeit, dass ich Feierabend mache. Ja, alles klar, habe ich verstanden. Wünsche dir einen schönen Feierabend. Gute Nacht. Danke, dir auch. Tschüss. Und tschüss. So, nun noch ein Taxi rufen und dann ab ins Hotel. Oh. Gut gemacht, ja. Gut gemacht hat unsere 145er mit den Hans-Jürgen Schäfer. Und zwar gab es keine Probleme. Gut, beim Abrüsten habe ich den Fehler erkannt. Der Regler war nicht auf der Nullstellung. Blöderweise. Deswegen ging die SIF und die PCB nicht aus. Hätte ich vorher mal nachgeschaut. Aber passiert. Ich habe nicht ganz zurückgestellt. Sorry. Auf jeden Fall haben wir unseren Zug perfekt abgerüstet, ohne Probleme. Und ja, das war die Monitoraufnahme. Passiert. Ja. Das war's eigentlich schon. Falls ihr denkt, dass es schon war, dann habt ihr euch geschnitten. So. Wartet, jetzt geht der Ofen an. Ein Moment. Genau. Ja. Kurze Erklärung nochmal, wie versprochen. Ne? Was ihr dafür benötigt. Und zwar bräuchtet ihr die Strecke Berlin-Leipzig Update Version 1.03. Dann braucht ihr die Strecke Berlin-Wittenberg Update Version 1.26. Dann braucht ihr das Add-on Bahnknoten Sedin. Falls jemand fragt, warum brauche ich jetzt Berlin-Wittenberg? Fahrt doch nur von Leipzig nach Sedin. Das ist ganz einfach, denn Bahnknoten Sedin ist ein Erweiterungs-Add-on für die Strecke Berlin-Wittenberg. Das heißt, wenn ihr Bahnknoten Sedin fahren wollt, müsst ihr die Strecke Berlin-Wittenberg installiert haben. So ist das halt. Dann braucht ihr Rollmaterial von, also nach Szenario, ihr braucht entweder die Baureihe 145, also die DTG-Version mit dem Fair System Repaint Pack, was wir gerade gefahren sind, oder ihr bräuchtet halt die DTG-Baureihe 155 mit dem Fair System Repaint Pack oder halt die normale 155 und halt normale die normale 145, nicht vergessen, von DTG, nicht von Virtual Railroads. Dann braucht ihr natürlich auch KI-Rollmaterial von TTB Szenario Pack Berlin-Wittenberg 01, das heißt das Szenario Paket Volume 1. Ne? Das bräuchtet ihr, weil KI-Verkehr halt, ne? Und ja, wie sieht es am Bild? Die hinteren Fahrzeuge, die 151, der ICE 1, das sind alles Fahrzeuge von TTB. Was besonders gut ist, ist halt, dass diese KI-Fahrzeuge sehr performance-sparend sind und deswegen ist auch sehr viel los auf der Strecke, was mir besonders sehr gut gefällt. Und würde man jetzt nur DTG-Fahrzeuge nehmen, würde es eine reine Katastrophe ergeben. Ja, um nochmal zurückzukommen zu diesem Szenario-Paket. Dieses Szenario-Paket ist jetzt nicht so einfach so ein Szenario ohne Hintergedanken. Nee, dieses Szenario spielt nach einer Geschichte ab, einer Story. Und zwar geht es in dieser Geschichte um den Hans-Jürgen Schäfer. Er wollte eigentlich mit seiner Ehefrau schön beim Griechen, glaube, Abendessen gehen. Und das musste der Hans-Jürgen Schäfer
absagen, per Telefon natürlich, weil er ist ja momentan glaube ich nicht zu Hause. Deswegen hat er seine Frau am Berliner Bahnhof angerufen, währenddessen eine schöne Taurus vorbeifährt, als RE1 nach Magdeburg oder nach Frankfurt, oder? Er hat seine Frau angerufen, die war natürlich zuerst enttäuscht gewesen, aber seine Frau kann es auch verstehen, weil Beruf ist halt Beruf, ne? Kannst nichts machen. Ist heutzutage Alltag und ja. Er hat halt seiner Frau erklärt, dass er halt einspringen müsste, da ein Kollege erkrankt ist. Und naja, wie wir ja wissen, ist Hans-Jürgen Schäfer ja ein Mann, der seinen Job liebt, ne, als Triebfahrzeugführer. Und das musste er einfach übernehmen. Ja, was mir besonders sehr gut gefällt an diesem Szenario-Paket ist halt auch, was man halt glaube nur in der 145 hat, ist dieses Flexi-Cool, die Flexi-Cool-Federung, die wir ja eben gehört haben, die hörst du in Real Life ganz genauso, ja. Ohne Witz, die hörst du wirklich. Wer mir nicht glaubt, geht auf den Kanal von André Kluge, Link ist in der Beschreibung. Dort müsst ihr einfach nur ein Video anklicken und die hört exakt diesen selben Effekt. Und das finde ich Hammer. Mega geil umgesetzt, also Respekt, was man da für Arbeit geleistet hat. Was mir besonders sehr gut gefällt, sind auch die Bahnhofsansagen, die man im Hintergrund hört, wie am Anfang. Mir gefällt es besonders sehr gut, der viele KI-Verkehr, ne? Also man sieht, es ist schon ordentlich was los auf der Strecke. Was mir auch besonders gut gefällt, sind die einzelnen Kommentare von den Hans-Jürgen Schäfer. Ne? Finde ich besonders eigentlich ganz cool, weil in Real Life habt ihr dann genau denselben Effekt. Denn jeder Lokführer sitzt meistens alleine in der Kabine und macht ab und zu auch mal Selbstgespräche. Das ist vollkommen normal. Das machen sogar Autofahrer beispielsweise. Ihr nähert euch am Stau. Dann sagt ihr es bestimmt. Oh Mann. Stau. Nicht jetzt. Oder sowas. Ihr sagt ja irgendwas. Also redet ihr euch. Ihr macht auch praktisch Selbstgespräche, wenn ihr allein unterwegs seid und euch am Stau nähert. Das ist genau derselbe Effekt. Und ja. Leute, die meinen, das ist unrealistisch, dann muss ich halt leider vom Gegenteil überzeugen, weil selbst ihr macht Selbstgespräche, ob ihr es glaubt oder nicht. Viele merken es glaube auch nicht, ne? Deswegen finde ich es super von Fairsystem, sowas mit eingebaut zu haben, also dass man das so umgesetzt hat, ne? Ja, was mir auch sehr gut gefällt und da muss ich echt mit Respekt reden, sind die Fahrdienstleiteransagen. Also die sind mega geil geworden. Zum Beispiel der in Leipzig, ne? Der gute Fahrdienstleiter in Leipzig mit einem sächsischen Dialekt. Ne? Also man merkt schon, dass man in Sachsen ist, ne, also man hört es und das finde ich super toll umgesetzt, diese verschiedenen Dialekte und alles, finde ich schon geil gemacht, auch von der Qualität der 1A, also man hört es richtig, als wäre man wirklich in der Lok und redet mit dem Fahrdienstleiter, so realistisch vom Ton her ist es umgesetzt worden, also das ist Wahnsinn, ne, auch diese anderen Sounds, zum Beispiel, wenn du den Hörer abnimmst oder auflegst oder dieses Anpiepen, wenn jetzt zum Beispiel der Fahrdienstleiter sich meldet, das ist auch mit dabei und das finde ich einfach richtig geil gemacht und dafür gibt es ein großes Respekt an mich, also ich muss echt sagen, Respekt an euch für diese geile Arbeit. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, die natürlich jeder stellen wird, ist ja normal, und zwar, wie viel kostet dieses tolle Paket? Dieses Szenario-Paket kostet 9,95 Euro und ja, ich kann es euch empfehlen.
Ja, also toppen kann man das Ganze nicht mehr. Ja, und da ist es wert, die 9,95 € mal auszugeben für so eine geile Qualität. Ich habe es auch getan, ne? Also ich habe es nicht bereut und ich muss sagen, heilige Scheiße, ist das geil. Und das Beste ist, die Fahrzeit beträgt 3 Stunden. Ihr seid in allen beiden Szenarien, das sind zwei Teile, insgesamt 3 Stunden unterwegs. Was will man mehr? Man hat eine Zugüberholung, man hat mehrere Zugüberholungen. Wir werden sogar ins andere Gleis geschickt, damit ein verspäteter ICE uns überholen kann. Man hat einiges drin. Es ist einfach geil gemacht und man kann ehrlich sagen, dass es geile Scheiße ist. Also, sorry, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es ist richtig geil gemacht. Also, wow, sag ich da nur. Und besser geht's überhaupt nicht. Muss ich wirklich gestehen. Ja, 9,95 € ist für mich als Preis ziemlich in Ordnung. Es ist in meinen Augen nicht teuer. Denn es wird einige Leute geben, das ist ja normal, die sagen, nee, ist mir zu teuer, aber man darf nie vergessen, was alles dahinter steckt in diesem Szenario, in dieser Story. Denn wenn man den originalen Preis jetzt hier reinbauen würde, also zum Beispiel, man würde jetzt den Preis reinhauen, wie viel Versystem dafür bezahlt hat, um diese Aufgabe überhaupt zu erstellen, dann würde man locker, ich sag mal so, dreistelligen Bereich kommen, ja, weil diese Ansagen, diese Qualität vom Fahrdienstleiter, alles drum und dran, ja, dann diese extra Aufnahmen von einer Lok mit der Flexicoil-Federung, das hat alles Geld gekostet, das ist wirklich wahr. Und ich kann es so bestätigen, denn ich habe schon mal, ich weiß nicht, Mozart, Morphy oder Ingolf Ruf mal gefragt für Ansagen für meine extra Strecke. Und da ist schon so eine Aufnahme extrem teuer. Da kommst du, glaube ich, schon fast im Tausenderbereich an. Also, das ist richtig hart. Ja, das ist Wahnsinn, wie teuer sowas ist. Weil das Ganze wird ja in so ein Studio aufgenommen. Und das ist ja eigentlich schon logisch, dass es so teuer ist. Aber ich finde es cool, dass Fairsystem sich diese Arbeit macht und Haufen Geld ausgibt, sogar nur um uns Kunden glücklich zu machen, um geile Szenarien zu liefern und richtig harte, geile Qualität rauszuzaubern. Also, beziehungsweise in Szenarien reinzuzaubern. Ja, das ist schon Wahnsinn. Deswegen mein großes Respekt an den Machern. Also, wow, besser kann sowas nicht gehen. Auf jeden Fall dicke Empfehlung von mir und ja, ich wünsche euch allen viel Spaß beim Fahren. Wir sind aber noch nicht beim Ende, denn ich kann noch was empfehlen, und zwar in der Beschreibung stehen die Links zu dem Szenario-Paket. Ja, steht in der Beschreibung. Kann ich euch nur empfehlen. Und in den Link gibt's, in der Beschreibung gibt es noch einen extra Link zu André Kluge. Das ist nämlich der Triebfahrzeugführer. Ja. Gut, andere sagen Lokführer, Triebfahrzeugführer ist glaube ich dasselbe, ne? Also, das ist der Lokführer. Ne? Und der macht mega geile Videos. Führerstandsmitfahrten. Also, es ist wirklich der Wahnsinn. Für diejenigen, die sich beim ARD Führerstandsmitfahrten anschauen, können das Ganze weglassen und schauen sich lieber das von André Kluge an, weil das hat mehr Qualität, mehr, ja, es ist mehr Qualität. Er redet auch öfters, ne? Also es ist
richtig geil. Kann ich euch nur empfehlen. Und abonniert seinen Kanal. Das ist wirklich eine Empfehlung von mir. Und ich habe ihn ja auch abonniert und gucke mir auch ständig seine Führerstandsmitfahrten an, weil ich finde die einfach nur genial. Auch von dem Sound her, von der Lok. Ich saß ja noch nie in einer Lok drinne. Ja, ich saß da noch nie drin. Ja. Das ist wirklich so. Ich finde diesen Sound Hammer. Ich bin wirklich daran begeistert und das ist halt mein Traumberuf. Und ja. In diesem Sinne. Abonniert ihn, lasst ein Like da, schreibt Kommentare. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vielleicht ein Abo. Ist eure Sache. Schreibt einen Kommentar, ob ihr euch auch dieses Szenario-Paket geholt habt und ob ihr damit schon gefahren seid, was euer erster Eindruck so ist. Und ich würde mich selber einen Kommentar freuen, wie ihr dieses Szenario allgemein so findet, was ihr hier gesehen habt. In diesem Sinne bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt noch einen schönen Freitagabend und noch ein schönes Wochenende. Ja. Und in diesem Sinne, macht's gut, euer Train OMC TV. Tschüss. Auf Wiedersehen.